Hallo ihr Lieben, ich bin heute da am 16. zum Türchen öffnen bei meiner lieben Bastelmami. Oh, entschuldigt, aber mir geht's heute überhaupt nicht gut. Oh, so viel zu tun. Puh. Ja, langsam und täglich neigt sich der Kalender dem Ende zu. Oh. Aber das Wetter ist traumhaft schön. Und man ist ja motiviert. Ich habe heute einen Briefumschlag, einen größeren und eine schöne Schachtel wieder. Und ich fange mit dem Briefumschlag an. Mal gucken, was da Schönes enthalten ist. Wenn man da noch rankommt. Moment mal, ich muss das jetzt mal auf der Hilfe machen. So, der Umschlag ist geöffnet und möchte den euch erstmal zeigen. Den ganzen Schneemann. Ich liebe Schneemänner, ich stehe total drauf. Also, ich bin ja nicht so der Wintermensch. Ich bin eher so Frühling, Sommer. Aber ich liebe den Schnee. Ja, und dementsprechend auch die Schneemänner dazu. Also, wenn es so richtig Sonne scheint und kalt ist, das mag ich. Aber wenn das so ollig ist und... Ach, ne. Wir haben hier Motivpapier drin, ne? Ganz tolle Motive. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Auf alle Fälle erstmal. Also ich zeige das einfach, ihr seht das ja ganz gut. Da muss man ja nicht wirklich viel zu sagen. Auf alle Fälle sind die geprägt. Kann man das erkennen? Ja, schlecht, ne? Auf alle Fälle, es sind wunderschöne Motive. Und ja, ich kann gar nicht sagen, ob ich die schon habe. Aber ich freue mich riesig drüber, dass du mir da abgegeben hast. Das geht ja immer. Bei mir zumindest. Man hat ja zwar Papier, aber man braucht es auch, ne? Man macht so viel damit und man kann so viel damit machen. Oh, hier habe ich sogar zwei von. Und oh, das ist auch total schön. Vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich riesig drüber. Mal gucken, ob ich die aufgefächert bekomme. Ja, so halbwegs zumindest. Soll ich die nochmal anschauen können. Und wir haben eine super schöne Schachtel. Mit auch einem Schneemann drauf. Und Strasssteine. Und so. Und Strasssteine und alles Mögliche. Mal gucken. So große. Ja, ich glaube, ich habe manchmal so einen kleinen Wiedererkennungswert. Oh, ich liebe ja Lebkuchen, ne, Männchen. Auf jeden Fall hat sie die wieder richtig schön gebastelt und. Ja, man kann auch, guck mal, man kann sogar noch retten. Es klebt. Schön. Rettet natürlich. Gerettet. Ihr Lieben, wir schauen auch rein. Und was mich da anlacht sofort, ist ja natürlich ein Leckerli. Ein Bonchen. Vielen Dank. Und wir haben Paillettenblümchen. Finde ich super. Die habe ich ja schon in Lila und in Weiß bekommen. Vielen lieben Dank. Dann haben wir hier drin, oh cool, das sind solche Würfelperlen. Das ist auch toll. Ich glaube, ich habe vereinzelt ein paar. Aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Ne? Mag man ja dann auch dementsprechend nicht benutzen. Vielen lieben Dank. Und wir haben solche Perlen. Verschiedene sind das. Dann sind das so längliche und Würfel und Dreiecke. Ein richtig tolles Pink. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und worauf ich mich immer freue, oder worüber ich mich immer freue, besser gesagt, Washi-Tape. Diesmal ist das grün mit weißen Herzen, aber so ein Grasgrün und hier mit grünen Blumen. Sind das Blumen? Das ist einfach ein Kreismotiv, sage ich jetzt einfach mal. Oh, vielen lieben Dank. Du bist so lieb. Dankeschön.
Da freue ich mich riesig drüber. Ja, ihr Lieben, das war der 13. Das war der 16. Ich möchte gar nicht, dass es aufhört. Aber ich freue mich riesig drüber. Vielen lieben Dank, Yvonne. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wir sehen uns morgen am 17. Tschüssi.